Es sind sympathische Siegertypen mit strahlenden Gesichtern, die wir in dieser Ausgabe HWK TV vorstellen. Dachdeckergesellin Sonja Theissen aus Monreal in der Eifel ist frisch gekürte Miss Handwerk 2013 und konnte sich in dem bundesweiten Wettbewerb unter mehr als 100 Kandidatinnen durchsetzen. So wie auch 17 junge Spanier ihrem großen Ziel, eine Ausbildung in deutschen Handwerksbetrieben zu absolvieren, ein großes Stück näher gekommen sind. Vor wenigen Tagen erlebten sie einen Empfang bei der Handwerkskammer Koblenz, der ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Denn die klare Botschaft lautete: Wir freuen uns auf Sie und spanische Jugendliche sind in Handwerksbetrieben der Region herzlich willkommen. Das bundesweit einmalige deutsch-spanische Ausbildungsprojekt der Handwerkskammer Koblenz gelangt jetzt in die entscheidende Phase, in der jüngst ein zweiwöchiges Praktikum zum gegenseitigen Kennenlernen auf dem Plan stand. Am Ende konnten nicht nur mehrere Ausbildungsverträge unterschrieben werden, es gratulierte auch Wirtschaftsministerin Eveline Lemke den Jugendlichen wie auch den Handwerksbetrieben in der Wirtschaftsregion Mittelrhein dazu, dass man gemeinsam die Initiative ergriffen hat und die Zukunft so zum gegenseitigen Vorteil gestaltet. Das ist ein ganz tolles Projekt. Ich bin so froh, dass die Unternehmer hier gerne mitmachen, dass es so toll begleitet wird von der Handwerkskammer. Das ist großartig. Wir versuchen, zwei Probleme zu lösen. Die Spanier haben eins mit einer hohen Arbeitslosigkeit, wir haben eins mit Fachkräftemangel. Warum sollen wir die beiden nicht miteinander verschränken, uns gegenseitig in diesem großen Wirtschaftsraum Europa helfen? Das will dieses Projekt. Und dann passiert noch etwas anderes. Wir geben eine ganz tolle Botschaft mit für ein gastfreundliches, kulturell offenes, für ein fröhliches Rheinland-Pfalz, für ein Deutschland mit einem international offenen Anspruch. Und das ist ein schönes Image, das wir auch toll transportieren können, ganz authentisch mit jedem jungen Menschen, der eine Weile hier bleiben darf und dem wir etwas Hoffnung für die Zukunft geben können. Und auch HWK-Präsident Werner Wittlich unterstrich die Bedeutung dieses Tages, der für alle Projektbeteiligten eine Win-Win-Situation darstellt. Für die jungen Spanier verbindet sich bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50% in ihrer Heimat eine berufliche Perspektive mit der Ausbildung in deutschen Handwerksbetrieben. Die hiesigen Betriebe nehmen ihrerseits die Herausforderung der Fachkräftesicherung in eigene Hände. Zuerst einmal bin ich sehr begeistert von dem Tag heute und die Handwerkskammer, sag ich mal, organisiert ja im Wesentlichen die ganze Geschichte mit Zusammenbringen von Auszubildenden mit der Gruppe in Valencia, Auszubildenden und Betrieben hier vor Ort in der Region um Koblenz. Unser Haus ist ja im Ausland in vielen Bereichen tätig und von daher denke ich, ist es eine ganz besondere Sache, dass man zum ersten Mal ausländische Jugendliche für eine Ausbildungszeit hier nach Koblenz holt, hier nach dem deutschen System ausbildet und dass sie nach unseren Kriterien eine Gesellenprüfung ablegen können. Und dann müssen die Jugendlichen entscheiden, bleibe ich in Deutschland oder gehe ich als Botschafter für das duale System wieder nach Spanien zurück. Zunächst geht es für alle spanischen Jugendlichen nach Ende des Praktikums zurück in die Heimat. Für viele bereits mit einem unterschriebenen Lehrvertrag. So für Francisco Sanz Soler, der im Koblenzer Autohaus Förster ab Sommer 2013 zum Kfz-Mechatroniker ausgebildet wird. Ich hatte von diesem Praktikum einen sehr guten Eindruck und konnte viele freundliche Leute kennenlernen. Natürlich freue ich mich sehr, dass ich bereits jetzt einen Lehrvertrag unterzeichnen konnte und bin meinem Betrieb dafür sehr dankbar. So kehre ich jetzt nach Spanien zurück und werde darüber berichten, wie schön Deutschland ist und welche guten Erfahrungen ich hier sammeln konnte. Ich freue mich sehr auf meine Rückkehr im August und den Beginn meiner beruflichen Ausbildung. Und auch seitens des Autohauses Förster in Koblenz als zukünftigen Ausbildungsbetrieb freut man sich auf den Lehrling und ist zufrieden mit dem Projektverlauf. Ich denke, das Projekt ist sicherlich ein sehr interessantes Projekt, auch für uns als Ausbilder und für die Ausbildungsbetriebe. Und es hat uns sehr viel Freude und Spaß gemacht. Und wenn wir gemeinsam hier an diese Sache herangehen, ist das auch von Erfolg gekrönt. Letztendlich haben wir noch kleine Sprachbarrieren, aber ich habe ja erfahren, dass auch unsere spanischen Mitbürger hier intensiv die Schulbank drücken und auch die deutsche Sprache lernen und auch die zu verstehen und auch Deutsch zu denken. Und da denke ich letztendlich, dass wir gemeinsam hier einen erfolgreichen Abschluss tätigen werden.
Ein Betrieb, der bereits seit Oktober 2012 einen jungen Spanier ausbildet, ist das Koblenzer Autohaus Scherhack, das ein durchweg positives Fazit nach einem halben Jahr Handwerkslehre ziehen kann. Wobei gerade das Thema Sprachbarriere durch alle Beteiligten aktiv bearbeitet wurde und wird. Rodrigo ist seit fast 6 Monaten bei uns im Betrieb und die Erfahrungen sind sehr positiv. Er ist integriert, alle kommen gut miteinander aus und wir sehen das sehr positiv. Wo wir ihn unterstützen, ist im sprachlichen Bereich. Er macht zusätzlich noch neben der Ausbildung einen Sprachkurs. Und sicherlich auch die Fachtechnik und die Fachbegriffe, die natürlich in Deutsch zum Teil sehr kompliziert sind. Auch dort wird er unterstützt von der Handwerkskammer und von der Agentur für Arbeit. Erfahrene Handwerksbetriebe bilden die Spanier zu Kfz-Mechatronikern, Mechatroniker für Kältetechnik, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik aus. Für Rodrigo Tena aus dem Autohaus Scherhack ist das bereits ein Stück Alltag, denn der 18-Jährige absolviert bereits das erste Ausbildungsjahr mit Erfolg. Ich bin hier, habe ich in Oktober gekommen, bin ungefähr 6 Monate hier, ein halbes Jahr. Und meine Erfahrungen, sonst kann ich nicht sagen, dass sie schlecht sind, sind, glaube ich, alle gut gewesen. Und hier in dem Betrieb, die Leute sind richtig, richtig nett für mich. Wenn ich habe gekommen, hatte ich richtig Geduld gehabt, habe ich 5-6 Mal die gleichen Werkzeuge gefragt, was ist das oder wo ist das, oder habe ich viel Geduld gehabt. Der Schritt, eine Ausbildung in Deutschland zu beginnen, war also richtig. Auch wenn Rodrigo hin und wieder das Gefühl von Heimweh packt. Ja, muss so sein. Ne? Wenn du kein Heimweh hast, dann, glaube ich, bist du kein Mensch. Glaube ich. Ja, manchmal, sagst du, ich lasse alles, gehe nach Spanien. Aber naja, danach denkst du, ja, ich glaube, er hat Sinn, hier zu sein. Zuerst eine Sprache zu haben. Das ist richtig wichtig, glaube ich, jetzt gerade. Und Deutschland ist, glaube ich, ein sehr gutes Land, zum jetzt gehen. Und warum habe ich geguckt, ne? Sie freuen sich, wenn du hier kommst und produzierst etwas. Ne? Wenn du Lust hast, dann es gibt kein Problem. Ich glaube, es für eine gute Chance habe ich gehabt, bekommen. Und ich glaube, ich schaffe es die 2-3 Jahre. Und mein Ziel ist, den Deutsch perfekt zu haben. Ich versuche es. Und bei dieser Einstellung wird Rodrigo das auch schaffen. Wie er auch das Ziel einer erfolgreichen Gesellenprüfung fest im Blick hat. Um einen ganz anderen Titel kämpfte die 21-jährige Dachdeckerin Sonja Theisen. Mit Erfolg. Und nun hat sie ihr großes Ziel erreicht. Sonja ist Miss Handwerk 2013. Seit dem vergangenen Sommer hat sie sich mit mehr als 100 Kandidaten dem Wettbewerb für den Handwerkerkalender Germany's Power People gestellt. Eines der 12 Kalenderblätter mit Handwerkerinnen erobert und nach Internetabstimmung und persönlicher Präsentation im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München gegen 5 Mitbewerberinnen den Titel geholt. Was nun folgt, sind massenhaft Presse- und Fototermine. Denn das mediale Interesse und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist groß. Ich habe schon ein paar Anrufe bekommen von den Zeitungen her und alles Mögliche. Also es kommt noch viel auf mich zu, was ich auch hoffe, weil dafür wollte ich auch den Titel haben, damit ich mehr für das Handwerk werben kann. Ein Anliegen, das sie auch mit dem Titelfoto der aktuellen Ausgabe des Magazins Handwerk Spezial unterstreicht, indem sie und der Erfolgsweg zu Miss Handwerk vorgestellt werden. Für die 21-Jährige kam der Erfolg im Münchner Finale eher überraschend, wie sie gesteht. Das kam total überraschend. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, so Sonja, jetzt stehst du hier. Jetzt die letzte Miss Handwerk war ja auch Dachdeckerin und hier sind so viele tolle Kandidatinnen, du wirst es nicht mehr. Ich habe schon längst damit abgeschrieben. Auf einmal kam mein Name und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich reagiert habe. Ich wollte heulen, ich wollte schreien, ich wollte alles. Das war einfach schön. Auf dem Titel ausruhen kommt für Sonja Theisen überhaupt nicht in Frage, die konkrete Vorstellungen von ihrer Mission als Miss Handwerk äußert. Ich habe schon hohe Erwartungen, dass ich jetzt wirklich auch in verschiedenen Regionen mich präsentieren kann, das Handwerk präsentieren kann. Das war ja mein Ziel. Und mal abwarten, was noch so auf mich zukommt. Mehr über die sympathische Dachdeckerin gibt es in der kommenden Ausgabe Handwerk Spezial, die am 23. März als Magazin in der Rheinzeitung erscheint.